Herzlich willkommen. Hier sind Luis und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Hallo, liebe Zeitreisende. Wir haben die 57. Folge bei 100 Podcast. Und in dieser Folge wollen wir ein wenig Metagelaber aufnehmen. Wir haben uns ja sonst immer auf 2 Minuten begrenzt und diesmal geht es nur ums Metagelaber in dieser Folge. Richtig. Also erstmal frohes neues Jahr an alle Zeitreisende. Ja, frohes neues. Ich hoffe, ihr habt ein frohes neues Jahr 1917. Und wir hoffen auch, ihr habt gut frohe Weihnachten gehabt und seid gut reingerutscht. Es gab ja keine neue Folge. Nee, wir sind ja gerade in der Winterpause. Genau, und ganz wichtig, die nächste richtige Folge von Verhundert für alle, die auf Metagelabere keinen Bock haben, ist am 13.02. Ich denke am 11.02. Die ist am 11.02. Genau. Das war jetzt ein Test, ob ich vorhin richtig zugehört habe. Das war natürlich ein Test. Also am 11.02. geht es weiter mit der normalen Folge von Verhundert. Bitte geduldet euch bis dahin und schaltet ab. Es sei denn, ihr wolltet Metagelaber hören von uns. Dann bleibt bitte dran. Genau. Ja, wir haben eigentlich gar nicht so viele Punkte, ne, Luis? Nein. Wir hatten 4 Punkte. Erster Punkt war die neue Folge ankündigen am 11.02.17, wann es weitergeht. Mit der Frühjahrsstaffel 1917-2017. Und für die nächsten Punkte, also für den kommenden Punkt, reisen wir ein wenig zurück in die Vergangenheit und für den Punkt darauf ein bisschen in die Zukunft. Wir reisen zurück, heißt, ich möchte noch mal gerne um Hörerfeedback bitten. Und zwar haben wir ja einen Cliffhanger gehabt in der letzten Pause. Wir erinnern uns ja, dass Klodwig da gefangen war und haben diese Folge so mit Hörspiel, wir haben uns probiert, dann so ein Hörspiel-Element so ranzuwagen. Richtig mit Leuten, die irgendwelche Treppen runterlaufen und an irgendwelche Türen klopfen und so weiter. Dann gab es eine Pause und in der nächsten Folge haben wir wieder probiert, mit Harald in Arabien Hörspiel zu machen. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut geworden, nicht ganz so gut produziert worden. Da möchte ich gerne mal bitte alle Zeitreisenden um Feedback bitten, wie das so ankam. Ob sie gerne mehr davon haben möchten, ob wir das nochmal versuchen sollen. Ja, zumindest an der Stelle Hörspiel mehr, ja, nein und wie, sind wir zumindest noch nicht da, wo wir hinwollen. Und manchmal sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir selber gemacht haben. Manchmal sehen wir auch Optimierungspotenzial. Ja, und nun eine Reise in die Zukunft. Ich gehe schon mal so in Richtung Sommer. Ich habe dich gerade gefragt, Luis, wir haben auch noch keinen richtigen Zeitraum festgelegt, nur dass es auf jeden Fall wärmer sein sollte. Wir haben vor, im kommenden Jahr 2017 ein Zeitreisentreffen zu machen. Ein Zeitreisentreffen. Ich möchte gerne auch noch andere Podcaster fragen, ob sie denn mit teilnehmen möchten. Mir schwebt so vor. Wir sagen noch keine Namen. Noch keine Namen. Aber was mir so ungefähr vorschwebt, ist sowas wie, man trifft sich irgendwo an einem schönen Sommertag. Jeder bringt was mit und man redet und schwelgt in Erinnerungen und lacht über Geschichten. Und freut sich. Jeder bringt das mit, was er konsumiert. Genau. Wir stellen den Grill. Ach, grillen wir? Wenn wir grillen sollten. Wenn wir grillen sollten, dann stellen wir den Grill. Ich hab noch den Grill vom letzten Mal. Ja, die haben wir ja genau für 5 Euro von Flattergag gekauft. Genau. Ja, wir hatten ja von 4 Punkten gesprochen, Luis. Genau, zwar haben wir abgearbeitet. Nochmal, nächste Folge ist der 11.2. Wir hätten sehr, sehr gern Feedback zum Thema Hörspiel in der Harald und Klodwig Teil der Folge. Dann war ich wieder mal unterwegs, also es kommt ja eigentlich, also ich bin ja mal ab und zu unterwegs. Ja, es kommt selten vor. Ja, und diesmal war ich in Südkorea, die letzten 2 Wochen, ich bin gestern gelandet, aus privaten Gründen, sagen wir es mal so. War schön, schönes Land, also Südkorea kann man empfehlen. Ich habe natürlich mir überlegt, ach, wenn du mal in Südkorea bist, unser Plan war, da eigentlich eine Folge aufzunehmen, wenn ich da bin, und ein Special zu machen über Koreas Rolle im Ersten Weltkrieg. Ich habe jetzt nicht aktiv danach gesucht. Ich war, wenn man jetzt mal nach Australien fährt oder Neuseeland, stechen einen ständig Erinnerungen zum Ersten Weltkrieg ins Auge. Die ganzen Denkmäler, der Anzac Day, was der Geier. Nur in Südkorea ist mir dazu gar nichts aufgefallen. Ich war im Nationalmuseum und da war die Geschichte von Korea von irgendwie
die haben angefangen mit Faustkeilen. Ja, so weit zurück. Und geendet hat das Museum 1910. Mhm. Weil da haben die Japaner Korea besetzt. Und man hat richtig so in der im Klappentext im letzten kleinen Raum dann gesehen, dass man das auch nicht so den Leuten vorwerfen sollte, weil das war eine Zeit der großen Herausforderung, der Änderung für Korea und nach dem Motto, da kann das schon mal passieren. Die Korea hat irgendwie von meinem Gefühl her schon immer so ein bisschen die Rolle gespielt wie das Polen. Ne? Also eingekeilt zwischen zwei Riesenmächten, Japan und China, ja, wie auch Polen, zwischen Deutschland und Russland, waren die oft besetzt oder hatten halt, war halt wesentlich kleiner als ihre Nachbarn. Also in Korea leben heute 40 Millionen Einwohner, Süd und in Nord 25 Millionen. Und ich glaube, in Japan leben 120 Millionen. Ach, da bin ich überfragt. Und in China 1,3 Milliarden. Ist schon ein kleineres Land im Verhältnis zu diesen Riesennachbarn. Ja, das stimmt. Du hattest mir doch gesagt, dass die Geschichte aber nicht 1910 endet, sondern dann eine Pause macht und nochmal weitergeht. Ja? Ja, also in Seoul ist es so, es gibt zwei große Museen. Es sind die großen Museen. Die sind beide auch in der Top-10-List bei TripAdvisor. Wenn man in Seoul als Tourist mal nachgucken würde, was mache ich da? Das eine ist das Nationalmuseum. Ein Riesengebäude, wunderschön, freier Eintritt, sehr zu empfehlen. Anderes Thema. Nur, das hört 1910 auf. Und daneben ist das Kriegsmuseum zum Koreakrieg. Ist ja logisch. Mhm. Und das fängt 1945 an. Ah, ja. So, und weil da war die japanische Besetzung logischerweise vorbei, weil Zweiter Weltkrieg zu Ende. Hm. So, und die Lücke ist halt mit diesen Museen nicht abgedeckt. Und ich habe jetzt, wir sind auch eine Woche mit dem Auto durchs Land gefahren. Wie gesagt, aus rein privaten Gründen. Ja, jemand anders, der nach Korea fährt, findet da vielleicht auch mehr als ich. Aber ich habe über die Zeit zwischen 1914 und 1918 in Korea nichts gefunden. Hm. Und mir ist auch mit meinem Allgemeinwissen, was ich habe, auch nichts bekannt, weder dass koreanische Persönlichkeiten im Ersten Weltkrieg teilgenommen hätten, wobei ich wette, dass es da welche gibt, weil der Krieg war so groß, dass irgendeiner irgendwie, also auf jeden Fall auf japanischer Seite. Also ich denke mal, es werden Koreaner in der japanischen Armee gewesen sein. Es gibt ja auch eine kleine koreanische Minderheit in Japan, immer noch, auch heute noch. Und die werden auch irgendwie dann vor Tsingtao mal mitbelagert haben oder so. Nur, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele auf Lager. Ja, also allein, dass der Japan auch schon eine ganz gute Rolle mitgespielt hat im Ersten Weltkrieg. Naja, die haben halt eigentlich nicht, die haben die deutschen Kolonien besetzt. Na, das finde ich schon eine richtige, wichtige Rolle. 1914, also das ist so ein Neu-Bismarck, jetzt so heute Papua-Neuguinea und Tsingtao. Haben sich da schon recht große Gebiete genommen, finde ich. Ja, haben die sich genommen und dann war es dann auch. Und genau. Da ging es dann auch. Die sind in den Krieg eingetreten, um die deutschen Kolonien quasi zu bekommen. Genau. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass da dann irgendwas mit Korea passiert ist dann. Koreaner waren da bestimmt auch mit dabei. Ja. Vielleicht haben wir auch koreanische Zeitreisende unter unseren zeitreisenden Hörern. Ja, der Einfluss der Nachbarländer ist auch sehr groß. Also wenn man in Korea dann mal so ein altes Dorf besucht aus dem 17. Jahrhundert, so ganz bekannte Dörfer, UNESCO Weltkulturerbe und so, da sind dann auch dann Samurai-Schwerter aus Japan, also die Kanakas oder wie die da heißen. Und was sehr lustig war, die Inschriften der dieser alten Bauerngehöfte sind auf Chinesisch, warum auch immer, die haben ja eigentlich eine eigene Schrift. Und also ich hatte Glück, ich bin da durch ein Dorf gewandert und ich hatte aus verschiedenen Gründen, konnte ich mir die Zeichen übersetzen lassen. Und das war ganz witzig. Aber war auf Chinesisch, das hat mich überrascht. Also die ist halt ein sehr kleines Land eingekeilt zwischen den beiden großen Nationen. Tja, Südkorea und auch Nordkorea sind halt zwei Länder, ich weiß sehr, sehr wenig darüber. Ja. Ich wusste auch gar nichts vorher. Kann man aber gut mitfahren. In zwei Jahren ist halt Winterolympiade. Ja. Ich habe auch schon gehört, du hast schon die Skipiste da mal getestet. Ja. Gut. Das waren jetzt eigentlich schon vier Dinge, ne? Wir haben gesprochen über, wann kommt die erste Folge? 11.2. Was wir gerne Feedback hätten zum Thema, sollen wir das Hörspiel ausbauen? Die Rolle, wir haben jetzt auch die Rolle des von Koreas im Ersten Weltkrieg beleuchtet. Das klingt viel welttragender, als es eigentlich ist. Genau. Dann, dass wir ein Zeitreisengrill machen möchten. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir euch Hörer, Hörerinnen, alle als Zeitreisende bezeichnen werden. Ja. Und wir hatten aber noch was, genau, wenn gerne jemand Texte einsprechen möchte, kleine Dinge, egal, auch mit Vorschlägen, kann sich diese Person gerne bei uns melden an info@vorhundert.de oder kann uns auch anrufen. Luis, hast du gerade die
die Telefonnummer parat. Ich weiß, dass sie mit 030 anfing und eine 8 folgte. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich sie auch parat. Das ist die 030 814 55 339. Zu finden auch in unserem Impressum. Genau, und ich möchte noch einen Literaturtipp loswerden. Der Steffen hat mir ein Buch geschenkt zum Geburtstag. Das ist ein sehr tolles Buch. Das ist für mich das beste Buch zum Thema Ersten Weltkrieg, was ich kenne. Jetzt für mich, ich habe es in Korea gelesen. Und zwar, das ist von Peter Englund. Der ist auch im Literaturnobelpreiskomitee involviert. Ich glaube sogar der Vorsitzende, ein schwedischer Historiker. Und der hat ein Buch geschrieben, Schönheit und Schrecken, eine Geschichte des Ersten Weltkriegs erzählt in 19 Schicksalen. Das sieht ziemlich unspektakulär aus. Das ist ein Taschenbuch mit, was ich rate, wie vielen Seiten, 800 Seiten oder 600, 700 Seiten. So viel? Ja, naja, ist halt ein Taschenbuch so. Und ja. Sieht für dich äußerlich reichlich unspektakulär aus. Schönheit und Schrecken, eine Geschichte des Ersten Weltkriegs, erzählt 19 Schicksalen. Klingt jetzt auch nicht so, sagt man sich, denkt so, wow. Weiß nicht, wie sehr ich in Detail gehen soll. Wir können es ja dann nochmal in der neuen Staffel alles ein bisschen mehr intensiver beleuchten. Das Material dazu. Der erzählt aber, der hat sich 19 Personen rausgesucht. Und dann wird halt in so kleinen Tagebuch-ähnlichen Einträgen deren Schicksal verfolgt, was sie erleben. Also meine Intention war damals, warum ich mir das ausgesucht habe als Geschenk für dich, war, ich wollte dir gerne was zu unserem Podcast auch schenken, ja, also irgendein Buch. Ja, aber was soll ich dir jetzt irgendein Sachbuch schenken über Erster Weltkrieg? Du hast selber ganz viele Bücher gelesen und auch in deinem Regal. Und aber so eine Tagebuchgeschichten, ja, sowas hat man nicht so oft gelesen und da dachte ich, das wäre eine ganz gute Abwechslung. Das ist auch spannender, finde ich, als sich jetzt mal abends so ein Sachbuch vorzunehmen und jetzt was über den U-Boot-Krieg im Ersten Weltkrieg zu lesen. Da finde ich das irgendwie persönlicher spannender, ich auch. Tatsächlich mal richtige Schicksale zu verfolgen. Also ich habe das in 4 Tagen aufgefressen, das Buch. War total begeistert, richtig entspannt, weil man weiß ja nie, wie es passiert. Da sterben auch welche, logischerweise von denen. Das ist so. Das ist ja jetzt keine Hollywood-Geschichte, sondern es ist der reale. Das ist halt menschlich, aber extrem gut gemacht, weil also der zitiert viel oft aus Tagebuchanträgen, aber er zitiert und er, den Rest ist alles selber geschrieben von ihm. Das heißt, man hat immer eine homogene Sprache. Ist nicht so zusammengestoppelt alles. Das ist halt sehr, sehr, sehr gut geschrieben vom Schreibstil. Alles ist, die ganzen Hintergrundinfos sind über Anmerkungen gegeben, die ich auch sehr gut fand, aber die man halt nicht lesen muss. Und vor allen Dingen, der Autor gibt einfach neutral wieder, was mir am besten gefallen hat. Also, weiß ich, wenn da halt jemand Nationalist ist und denkt, für ihn ist es die Pflichterfüllung, da als Artillerist an der Front zu stehen und das Deutsche Reich zu seiner wahren Größe, wie er selber denkt, das Reich haben sollte, zu helfen, dann ist es halt so, und dann wird es halt so dargestellt. Und wenn jemand den Weltkrieg als Katastrophe ansieht und deswegen sich freiwillig zum Sanitätsdienst meldet, dann ist es auch so. Und es wird halt, ohne es zu werten, so wiedergegeben. Und der Leser selber bildet sich ein eigenes Urteil. Das fand ich toll. Klingt nach einem guten Buch. Kann man wirklich empfehlen. Peter Englund, Schönheit und Schrecken, eine Geschichte des Ersten Weltkriegs erzählt in 19 Schicksalen. Ich habe von dem Autor jetzt alle Bücher bestellt, die es auf Deutsch gibt. Wie viele sind das nicht? Also wie viele sind das? Ich glaube, ich habe es 3 oder 4 Bücher bestellt. Okay, naja. Aber der hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben über den 30-jährigen Krieg, von dem ich mir einiges verspreche, wenn er das so durchzieht. Ja, kannst du mal sagen, wie es war. Es gibt auch noch welche Bücher auf Englisch, die werde ich den, sicherlich, aber jetzt habe ich erstmal die 3 von ihm, es reicht erstmal. Und dann, du hast gut zu tun gerade. Ja, genau. Gut. Ja. Ja, liebe Zeitreisenden, ich denke, wir sind jetzt auch am Ende unserer Metafolge, es sei denn, Luis, du hast noch was? Nee, meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, meldet euch bei euch, dass ihr mitsprechen wollt. Ja, und dann machen wir gemeinsam eine schöne Frühjahrsstaffel. Genau, beginnend am 11.02.2015, Quatsch, 2017, Gott. Ja. Wo kam das denn jetzt auf einmal her, aus welchen Ecken des Gedächtnisses? Und wird behandeln den 11.02.1917. Sagen Steffen und Luis, die gerade über das Schneidendächer von Berlin schauen. Tschüss.